Auch seine erste Rede am 8. Juni 2018 um 1.11 Uhr. Herr Präsident, verehrte Damen, meine Herren. Die Antragsteller begründen den hier in Rede stehenden Gesetzentwurf mit der Erwartung, dass ein totales Werbeverbot den Konsum von Tabakerzeugnissen geeignet ist, diesen Konsum endgültig zu stoppen. Festzuhalten ist, dass ja bereits jetzt ein rigides Werbeverbot für Tabakerzeugnisse gibt. Die Tabakanbaufläche in Deutschland beträgt 4.600 Euro. Entschuldigung, Hektar natürlich. So. Wünschenswert ist aus ökologischen und ökonomischen Gründen, dass die Tabakanbaufläche nicht weiter schrumpft. Seit 2010 wird der Tabakanbau nicht mehr subventioniert. Die Einnahmen aus der Tabaksteuer betrugen im Jahr 2014 14,3 Milliarden Euro. 1970 waren es umgerechnet nur 6,5 Milliarden Euro. Eine Packung Zigaretten, 19 Stück, kosten mit Umsatzsteuer 5 Euro. Umsatzsteueranteil und Tabaksteueranteil 3,75 Euro. Damit ist die Tabaksteuer die ertragreichste Steuer nach der Energiesteuer. Die Tabaksteuer fließt uneingeschränkt in den Bundeshaushalt. Wir gehen sicherlich nicht fehl in der Annahme, dass der Bundesfinanzminister auch in Zukunft mit der Tabaksteuer in der genannten Höhe rechnen wird. Es ist daran zu erinnern, dass vor einigen Jahren, vor mehreren Jahren, die Tabaksteuer angehoben wurde mit der Begründung, wir müssten die Einnahmen des Bundes erhöhen. Rauchen für die Einheit wurde damals kolportiert. Trotz dieses horrenden Preises für eine Schachtel Zigaretten wird weiter Tabak und Tabakerzeugnisse konsumiert. Meine Damen und Herren, Jugendliche und junge Menschen werden doch nicht zu Rauchern, weil im Bundesgebiet auf einigen 10.000 Litfaßsäulen und kommunalen Werbeflächen für den Tabakkonsum geworben wird. Junge Menschen werden zu Rauchern, weil sie täglich Vorbilder im Rauchen sehen. Die Eltern rauchen, Vorgesetzte rauchen, Kollegen rauchen, Politiker rauchen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Für viele Menschen ist das Rauchen ein Stück Lebensqualität. Ich erinnere an die früheren Bundeskanzler Schmidt, Brandt und Erhard. Die Bevormundung der eigenverantwortlich handelnden Bürgerinnen und Bürger durch die Politik ist grundsätzlich auf ein Minimum zu beschränken. Die Erfahrung lehrt, dass in freier Willensentscheidung dies oder das getan wird, obwohl damit gegen Gesetzesauflagen verstoßen wird. Alkohol am Steuer ist ein Beispiel. Ein prominentes Mitglied des früheren Bundestages, vernunftbegabt und eine ernstzunehmende Persönlichkeit, hatte trotz Verbot gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Groß geächtet wurde das damals nicht. Die Reaktion der Person: Ich hatte immer schon ein entspanntes Verhältnis zum Konsum weicher Drogen. Zum Gesetzentwurf, der hier vorliegt, nehmen wir wie folgt Stellung. Erstens. Uneingeschränkt richtig ist die Feststellung, dass jede wirksame Suchtprävention unterlaufen wird, solange die kostenlose Abgabe von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten und Ähnliches erlaubt ist. Hier hat der Gesetzgeber Regelungsbedarf. Zweitens. Die Korrelation zwischen dem Verbot von Tabakwerbung und Rückgang des Rauchens in Singapur oder Kanada wird ohne nachprüfbare Beweise auf Deutschland übertragen. Dem stimmen wir nicht zu. Drittens. Es wird suggeriert, dass durch Tabakwerbung in einem Wert von 232 Millionen Euro ein volkswirtschaftlicher Schaden in Höhe von 80 Milliarden Euro entsteht.
Das hieße im Umkehrschluss keine Werbung, kein volkswirtschaftlicher Schaden. Diese Behauptung wird wohl kaum haltbar sein. Viertens. Es wird unterstellt, die Bundesrepublik unterlaufe internationales Recht, das wurde ja eben schon vorgetragen, weil sie eine Studie der WHO nicht umsetzt. Diese Richtlinie der WHO ist eine Empfehlung, eine Richtlinie. Es ist kein Gesetz und braucht deshalb auch nicht in nationales Recht umgesetzt zu werden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Präsident. Fünftens. Nein, einen Satz bitte noch. Einen Satz? Einen Satz, ja. In Ordnung. Herr Präsident, setzen Sie sich an. Nicht einen Satz, sondern einen Satz. Die Vergabe von kommunalen Werbeflächen regeln die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Der Bund muss nicht das letzte Dorf bevormunden. Die Kommunen sollen entscheiden, an wen sie ihre Werbeflächen vergeben. Herr Kollege, das sichert auch Artikel 28 des Grundgesetzes den Kommunen zu. Herzlichen Dank. Gute Nacht. Als Nächster für die SPD-Fraktion der Kollege Rainer Spiering.